Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute nochmal mit unserem Train Simulator 2021. Genau. Heute machen wir Albula zweiter Teil, war ja zu erwarten. Wir sind ja in Tiefenkastel bereits angekommen. Wir fahren heute weiter von Tiefenkastel bis Filisur. Diesmal geht's übers Landwasserviadukt. Viel Spaß damit. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Ja, und jetzt geht's rein ins Video. So Leute, jetzt sind wir am Bahnsteig Tiefenkastel. Genau. Ja, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Genau, also wie gesagt, das ist hier ein Verkehrsknoten. Man kann mit dem Bus auch noch weiterfahren über die Lenzer Heide nach Chur oder über den Juliapass Richtung St. Moritz. Ja, okay, dann muss ich jetzt erstmal Lichter einstellen. So, passt das? Ja. Und hinten, ja, gibt's wenig Lichter. So, ich glaube, wir müssen die Leute noch zusteigen lassen. So. Okay, die Türen sind zu, also können wir jetzt los. Da können wir jetzt starten. Sevis im Prättigau steht auf der Lok drauf. Mit der Nummer 650. Also Prättigau, wenn die Leute das noch nicht wissen, das ist so die Ecke zwischen Landquart und Klosters. Das ist dieses Tal Richtung Silvretta. Richtung Silvretta. Ach ja, Michi, passt das mit der... Ja. Mit der, das müsste passen. Ne? Ja. Mit der Lautstärkeregelung haben wir manchmal ein paar Probleme. Natürlich wieder bei schönstem Wetter. Wir wollen ja euch auch ein bisschen die Berge zeigen und die Umgebung. Das ist natürlich schönes Wetter, dann natürlich sinnvoll. So, gleich können wir 50 fahren. Ja. Also in dem Tal ist auch so ein Kurbad, das heißt Alba Neu. Das ist auch hier in dem Albula-Tal. Da kann man also eine Kur machen, wenn man möchte. Parallel zu uns wieder die Kantonstraße, die Albula-Straße, also die geht natürlich bis zum Albula-Pass hoch. Der Zug fährt dann allerdings dann durch den Tunnel, durch den Albula-Tunnel, etwas tiefer. So, jetzt können wir auf 55 beschleunigen. Reisebus unterwegs. Ist auch wieder reger Verkehr auf der Straße. Ja, bei dem Wetter, klar, logisch, dass es die Leute da in die Berge zieht. So, jetzt gleich müssen wir wieder... Kommt eine Station? Nee, aber
Direkt gleich kommt eine Station, ja. Genau, also wir fahren jetzt auf Suraba zu, das wird dann die nächste wahrscheinlich Haltestation sein. Landschaft hat man. Mhm. Also da ganz vorne, jetzt sieht man es nicht. Sieh mal wieder rückwärts. Meinst. Nach vorne gucken. Nein, so. In die Berge gucken. Ja, da vorne ist der Berg. Dieser Berg da hinten, dieser spitze Berg, der trennt praktisch das Albula Tal vom Landwassertal. Da in der Ecke ist auch dann das Landwasserviadukt, da kommen wir nachher hin. Ja. Vielleicht müssen wir in Suraba. Genau, nächster Halt ist aber erstmal Suraba. Da steigen bestimmt noch Leute zu. Ja. Park ist zu. Genau, wir fahren jetzt rein. Ein kleiner Bahnhof, ja, würde ich mal sagen. Aber wieder ganz mit der typischen Bauweise vieler RAB-Bahnhöfe. Das sind so Abstellgleise hinten. Ja, für die Güterwagen wahrscheinlich. Hier ist auch natürlich ein Güterumschlag. Unser Zug passt leider nicht ganz auf den Bahnsteig. Wir stehen so halb dann noch in der Weiche. Speisekarte. Was gibt's neu zu essen im Glacier Express? Vielleicht Berner Rösti oder Zürcher Geschnetzeltes? Schauen wir mal. Oder so eine Bündner Platte ist auch lecker, so mit Salami, Schinken und so, Käse, das ist auch sehr lecker. Dann stellen wir uns mal hier hin und fahren weiter. Ja. Streben wir Richtung Landwasserviadukt. Wer jetzt nach Zermatt möchte, müsste eigentlich in Gegenrichtung fahren. Da müsste man erstmal Richtung Chur fahren. Genau, das ist dann quasi Gegenrichtung. Aber das Spiel hier geht nur bis Thusis. Also das Vorderrheintal, Chur und so. Das Domleschg ist leider nicht mehr mit drin. Oder der Zusammenfluss zwischen Vorder- und Hinterrhein. Wäre auch noch schön gewesen, wenn es auch noch drin gewesen wäre, aber naja.
Schön mit Parmesan. Ja. Die Bahn steigt jetzt ein bisschen an. Das ist auch wieder ein Dorf. Ist das nicht diese eine Kirche da? Weiß ich nicht. Kann ja jetzt exakt auch gar nicht sagen, was genau für das welcher Ort das ist. Müsste ich mal auf der Karte schauen. Ich kann jetzt auch nicht alle Orte auswendig. Wagen wir ein bisschen im Boden. Vielleicht ist es Alba neu. Eventuell, weiß ich nicht. Aber das ist normalerweise kein Haltepunkt. Da ist auch eine Station. Was steht denn drauf auf der Haltestation? Vielleicht dann sehen wir es ja. Vielleicht auf der Bahnseite siehst du es. Nee, Alba neu stand da. Alba neu, genau. Das war das Alba neu. Also Alba neu hat auch eine eigene Station, aber da halten nicht alle Züge. Wie gesagt, Alba Neu, da ist dieses Kurbad. Das hatte ich vorhin auch schon erwähnt. So, genau, jetzt sehen wir langsam. Die Straße entfernt sich jetzt von uns, geht nach unten. Und wir streben noch ein bisschen nach oben. Weil wir müssen ja nachher über ein paar Brücken fahren. Hier, was ist das? Straße. Oder ein Weg. Ein Weg ist das. Führt hoch in die Berge. So eine Art Wanderweg. Ja, die Bündenalpen sind schon sehr, sehr schön. Grafik ist auch gar nicht so schlecht. Gut, das könnte auch noch besser sein. Aber damit kann man schon ganz gut leben jetzt. Auf jeden Fall. Also zumindest die Details der Bäume sind schon sehr, sehr schön. Und die Strecke ist auch schon sehr vorbildgerecht dargestellt. So, jetzt kommen wir langsam dahin. Man sieht es da hinten schon, dass wir uns dem Landwasserviadukt nähern. Das ist dieser Felsen da vorne, da werden wir wahrscheinlich durchfahren. Dann. Da. Davor kommt allerdings nochmal ein Tunnel und noch eine andere Brücke. Und dann erst kommt das Landwasserviadukt. Genau, erst noch hier und dann sind wir schon drauf auf der Brücke. Können wir ein bisschen langsamer fahren? Damit die Leute was zu schauen haben. So, das ist jetzt die berühmte Brücke, das Landwasserviadukt. Wie gesagt, wir fahren jetzt über die Landwasser drüber. Genau, so sieht man eigentlich noch mehr, gell? Unten ist die Straße und der Fluss. Also hier kommt man weiter, wenn man jetzt mit dem Auto weiterfährt, kommt man nach Davos, wenn man da reinfährt in das Tal. Da unten ist die Landwasser zu sehen und die Straße parallel. So, jetzt gehen wir wieder in die Lok rein, damit wir die Einfahrt im Tunnel nicht verpassen. Auch das ist ein Highlight, die Tunneleinfahrt. Jetzt können wir wieder schneller werden. So, jetzt ist es nur noch ein paar Kilometer und dann sind wir schon in Filisur.
Also nach dem Tunnel geht es dann zweigleisig wieder weiter. Manchmal wartet auch ein Gegenzug hier. Hier ist das zweite Gleis schon zu sehen. Aber ich sehe keinen Gegenzug. Nee. Also in Filisur, wo wir jetzt gleich eintreffen werden, ist auch wieder ein Verkehrsknoten. Und zwar trifft sich hier die Davoser Linie mit, zusammen mit der Albula Linie. Und die vereinigen sich dann oder die treffen sich eben in dem Filisur, in der Station Filisur. Kann man vielleicht dann sehen, den Strang, der jetzt von Davos rüber geht, der müsste dann praktisch vom Lokführer aus dann links uns entgegenkommen. Hier hat man auch Platz fürs zweite Gleis gehabt, deswegen hat man das auch hierher gebaut. Komplett durchgehend zweigleisig kann man es nicht bauen, weil dann müsste man da alle Tunnels auch zweigleisig ausführen, das wird dann einfach auch zu teuer. So, da hinten ist schon die Station. Da sieht man schon einen Postwagen oder zwei Containerwagen. Da unten ist Filisur zu sehen. Und jetzt sieht man da hinten, sieht man das Gleis. Links, von links kommend, das ist die Davoser Linie hier, genau. Und da dazwischen ist dieses Trafohäuschen. Dieses graue Häuschen trennt, da ist sogar eine Drehscheibe und ein Lokschuppen ist zu sehen. Genau, das ist, da werden Loks abgestellt. So, jetzt fahren wir langsam rein in Filisur. Der Bahnsteig ist überdacht, war früher wahrscheinlich nicht. So. So, direkt am Bahnhof ist, wenn wir jetzt uns wieder umdrehen, steht ein Hotel, das Hotel Krishuna. Das ist bei Eisenbahnfreunden sehr beliebt, da kann man gut übernachten. Und man hat natürlich direkt die Eisenbahn, die Rätische Bahn, die Albula-Linie direkt vor dem Schlaffenster, wenn man dort übernachtet. Das ist Hotel Krishuna. Da ist der Eingang. Sehr nettes Hotel, kann ich nur empfehlen, war ich mal dort und habe übernachtet. Und wie gesagt, für Eisenbahnfreunde ideal, weil man kann umsteigen, aussteigen, die Reise unterbrechen und das ist prima. So, wir sind da, Filisur. Wir sind jetzt auf etwas über 1000 Meter Höhe. Ja, dann ich hoffe, es hat euch gefallen. Können wir uns verabschieden? Bis zur nächsten Etappe. Ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Etappe wieder. Ciao. Also, ciao, ciao. Ciao.